Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Es geht um das Drilling Piece. Und da möchte ich euch ein paar Sachen über Dynamik erklären. Ihr seht das unten in den Noten auch schon. Da stehen jetzt plötzlich Buchstaben unter den Noten bzw. unter der Tabulatur. Da steht jetzt ein F oder ein P. Das bezieht sich einfach auf die Lautstärke. Man spricht unter Musikern von Dynamik. Also wenn jemand sagt, mehr Dynamik, dann bedeutet es, mach mehr Unterschiede zwischen laut und leise. Und es gibt natürlich auch noch Zwischenstufen, Mezzoforte, Mezzopiano, Fortissimo, Pianissimo und so weiter. Wir wollen hier aber erstmal starten mit einfach überhaupt mal zu unterscheiden zwischen laut und leise. Also F steht für Forte, laut, und P steht für Piano, leise. Wir beginnen das Stück mal. Ich spiele das mal kurz vor, die erste Zeile. Es kommt eben zweimal das Gleiche. Und da bietet sich einfach an, es nicht zweimal genau gleich zu spielen, sondern einfach für den Hörer interessant zu gestalten, dass man es einmal laut, einmal leise. Ihr könnt das auch andersrum spielen, aber vielleicht erstmal so, wie es hier notiert ist. Und ist leise. Und dann steht wieder Forte. Ja, so funktioniert das. Jetzt noch eine Sache zu der linken Hand. Da geht es viel um liegen lassen. Also lasst euch nicht davon leiten, immer der Ton ist zu Ende und ich nehme die Finger nach oben, sondern Finger liegen lassen. Ich demonstriere das auch noch mal kurz. Achtet mal auf meine linke Hand. Also es ist ein kompletter Akkord. Es geht in Richtung A-Moll. Dann nur den ersten Finger für das F hier rüber nehmen. Der zweite Finger bleibt liegen. Den brauche ich im nächsten Takt ja gleich wieder. Hier auch im zweiten Takt nur den ersten Finger anheben für das H. Der zweite Finger bleibt wieder liegen. Es geht weiter im Piano. Ja, und so seht ihr, die ersten vier Takte sind zu Ende und der zweite Finger hat sich nicht von der Stelle bewegt. Und so gibt es auch in der letzten Zeit, die letzten vier, fünf Takte, wenn wir uns anschauen, dieses. Auch hier lasse ich den zweiten Finger einfach liegen. Das ist viel bequemer, als sowas zu machen mit viel Bewegung. Liegen lassen. Ganz langsam üben, dann funktioniert das auch. So, jetzt noch was, um das ein Stück ein bisschen aufzupeppen. Bei vielen Pop-, Blues-, Swing-Sachen ist ein Zeichen, ihr seht es auch hier in der Tabulatur, in den Noten, da stehen zwei Achtel und daneben steht ist gleich und da seht ihr eine Triole, wo der mittlere Ton fehlt. Das heißt, ihr verlängert die erste Achtel etwas und wir verkürzen dann eben die zweite Achtel, um die Zeit wieder aufzuholen. Das klingt dann eben nicht so mit ganz geraden Achteln, sondern durch dieses Verziehen swingt es dann. Das klingt dann. Ja, das Stück kriegt gleich ein bisschen mehr Pep und es macht mehr Spaß, das zu spielen. Vor allem wichtig in den letzten vier, fünf Takten, wo es viele Achtelketten gibt. Da klingt es sehr langweilig, wenn man spielt. Ja, aber mit diesem Swing viel besser. So, jetzt machen wir das so. Ich spiele das einmal vor. Ihr könnt das auch gerne mitspielen, aber vielleicht erstmal anhören, wie es so klingt. Die Dynamik, also diese dynamischen Zeichen, Forte, Piano, könnt ihr gerne dann noch selbst ändern. Auch bei anderen Stücken einfach mal probieren. Das gibt wirklich das Salz in der Suppe. Das macht ein Stück interessant. Also kaum ein Künstler spielt ein Stück in der gleichen Lautstärke von vorne bis hinten durch. Das wirkt einfach langweilig. Okay, ich spiele es vor. Drilling Piece. 3, 4 und...